So, let's go. Ladies and gentlemen, excellencies, on behalf of the Heinrich Böll Foundation and our partner in this exercise, the European Council on Foreign Relations, I want to welcome you all to our 12th Annual Foreign Policy Conference in Berlin. This is a truly international event. We will have the opportunity to listen and to talk to speakers from different parts of Europe, from the United States, as well from countries of the Global South. And the composition of our audience will be even more international, including representatives of numerous embassies, supranational institutions, and think tanks. We are not less happy to have members of the German and European Parliament with us, and we appreciate the presence of experts from the federal government of Germany, as well as from the academia and non-governmental organizations. These are exactly the participants we want to have for a conference like this, which shall provide a platform for transnational and transsectoral exchange. If you don't mind, I now will continue my opening remarks in German. As a green political foundation, we highlight and promote diversity, and this should apply to lingual diversity too. So we will run this conference in German and English and will provide simultaneous translation, and that gives me the opportunity to give my compliments to our interpreters in advance, who will do a most important job today and tomorrow. Meine Damen und Herren, das Thema dieser außenpolitischen Jahrestagung ergab sich fast von selbst. Im September vor 10 Jahren krachten zwei entführte Passagierflugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York. Ein weiteres stürzte auf das Pentagon in Washington und ein viertes stürzte über offenem Gelände ab, nachdem es zu Kämpfen zwischen den Entführern und Passagieren gekommen war. Wer damals am Fernsehschirm Zeuge dieser Ereignisse war, wird sie vermutlich nie vergessen. Die meisten Beobachter hatten vermutlich das gleiche Gefühl. Dies ist ein Ereignis, das die Welt verändern wird, eine historische Zäsur von einer ähnlichen Tragweite wie der Fall der Berliner Mauer, um bei einem Beispiel der jüngeren Zeitgeschichte zu bleiben. Dieses Gefühl hat sich aus der Rückschau eines Jahrzehnts bestätigt. 9/11 wurde zum Katalysator für politische Entwicklungen, die eine tiefe Spur in der internationalen Landkarte hinterlassen haben. Und die meisten von uns werden heute die Einschätzung teilen, dass die Welt in diesen Jahren nicht besser und nicht sicherer geworden ist. Wir wurden Zeugen von zwei langwierigen Kriegen in Afghanistan und im Irak, die Hunderttausende Menschen das Leben gekostet haben. Beide Länder sind immer noch weit entfernt von Frieden und Stabilität. Wir sahen eine ungeheure Entfaltung amerikanischer Militärmacht und zugleich einen Niedergang der politisch-moralischen Autorität der USA in der Welt, eine Selbstgefährdung der amerikanischen Demokratie im Namen des Kampfes gegen den Terror. Dafür stehen nicht nur Guantanamo und Abu Ghraib, sondern auch die Einschränkung von Bürgerrechten und eine um sich greifende Festungsmentalität, die gerade die hervorragendsten Eigenschaften der amerikanischen Demokratie unterminierte: ihre Weltoffenheit, ihre religiöse Toleranz und ihr Selbstvertrauen in die globale Ausstrahlung einer liberalen Demokratie. Der militärische Sturz Saddam Husseins, der eigentlich den Weg für eine Demokratisierung des Nahen und Mittleren Ostens öffnen sollte, öffnete tatsächlich die Büchse der Pandora und mündete in einen langwierigen ethnisch-religiösen Bürgerkrieg, der Zehntausende Zivilisten das Leben kostete. Statt die Region zu stabilisieren, stärkte er ausgerechnet den Einfluss des Iran als neue regionale Großmacht. Und die Art und Weise, wie der Krieg gegen den Terror geführt wurde, gab den Kräften Auftrieb, die auf einen Clash of Civilizations zwischen dem Westen und der islamischen Welt aus sind. Radikal-islamistische Strömungen im Nahen und Mittleren Osten, in Zentralasien und im Kaukasus
sind heute stärker als vor 10 Jahren. Und umgekehrt bekamen anti-islamische Ressentiments in Europa heftigen Auftrieb. Das gegenseitige Misstrauen ist gewachsen. Unter dem Strich hat der War on Terror die terroristische Gefahr für Amerika und Europa eher vergrößert. Ganz abgesehen von der endlosen Kette terroristischer Anschläge in muslimisch geprägten Ländern. Es sind ja vor allem Muslime selbst, die den Gewaltakten islamischer Extremisten zum Opfer fallen. Während es kaum gelingt, Afghanistan zu stabilisieren, stehen weitere Länder auf der Kippe zum Failed State, darunter mit Pakistan, ein Atomwaffenstaat mit einem enormen internen und externen Chaospotenzial. Auch für das transatlantische Bündnis war das kein gutes Jahrzehnt. Es klingt wie ein Märchen aus einer anderen Zeit, wenn man an den Satz von der bedingungslosen Solidarität mit Amerika erinnert, den der damalige Bundeskanzler Schröder angesichts der Anschläge vom 11. September formuliert hat. Damit war es spätestens mit dem Angriff auf den Irak im Frühjahr 2003 vorbei. Die mentale Entfremdung zwischen Europa und den USA hat seither eher noch zugenommen, ebenso wie die Diskrepanzen innerhalb der NATO. Siehe die Philippika, die der scheidende amerikanische Verteidigungsminister Gates unlängst gegen den Unwillen der Europäer gehalten hat, ihren Anteil an den Kosten gemeinsamer Sicherheit zu tragen. In den USA mehren sich die Stimmen, die dafür plädieren, dass Amerika sich stärker auf sich selbst konzentrieren muss und das eigene Haus in Ordnung bringen sollte, statt sich rund um die Welt in kostspieligen und opferreichen militärischen Abenteuern zu verschleißen. Amerika ächzt unter den Bürden einer globalen Ordnungsmacht. Es könnte sein, dass der alte Schlachtruf Amigo Home schneller Wirklichkeit wird, als uns lieb sein kann. Man muss bezweifeln, dass im Gegenzug die Bereitschaft Europas wächst, sich stärker international zu engagieren und einen größeren Teil der Verantwortung zu schultern. Die Bilanz von 10 Jahren War on Terror würde noch düsterer ausfallen, wäre da nicht ein Ereignis, das seit kurzem die Welt verändert. Ich rede vom politischen Frühling in der arabischen Welt, dem großen Aufbruch von Abermillionen Menschen, die dabei sind, das jahrzehntelange Joch von Despotie, Bürokratismus, Korruption und Rückständigkeit abzuschütteln. Niemand kann heute zuverlässig sagen, wie weit dieser Aufbruch tragen und wohin er führen wird. Die Euphorie der friedlichen Revolutionen in Tunesien und Ägypten wird überlagert von den blutigen Konterrevolutionen in Libyen und Syrien und von der Ungewissheit über die weitere Entwicklung in vielen Ländern der Region. Aber dennoch kann man sagen, dass diesem Aufbruch etwas Befreiendes innewohnt. Er hat die self-fulfilling prophecy eines unvermeidlichen Konflikts zwischen der islamischen Welt und dem Westen gesprengt. Er hat gezeigt, dass die junge Generation in den arabischen Ländern ein Leben in Würde, Freiheit und Demokratie führen will. Und er hat die Furcht dementiert, dass ein Zusammenbruch der autokratischen Regimes unvermeidlich den radikalen Islamisten in die Hände spielen wird. Eine Furcht, die Amerika und Europa über lange Jahre zu einer schändlichen Bündnispolitik gegenüber Mubarak, Ben Ali, Gaddafi und Konsorten bewogen hat. Wir haben jetzt die historische Gelegenheit für einen neuen Brückenschlag zwischen dem Westen und den arabischen Gesellschaften. Und wir müssen alles tun, damit vor allem die Europäische Union diese Gelegenheit nicht verpasst. Das erfordert eine vorbehaltlose Unterstützung der Demokratiebewegung in der Region, massive Investitionen in die ökonomische und soziale Zukunft dieser Länder und den Aufbau eines kooperativen Netzwerks auf allen Gebieten von Bildung und Wissenschaft bis zu sicherheitspolitischer Zusammenarbeit. So könnte doch noch die Vision Wirklichkeit werden, dass die politische und ökonomische Modernisierung der muslimisch geprägten Länder dem radikalen Islamismus den Boden entziehen wird. Die Erschießung Bin Ladens durch ein amerikanisches Spezialkommando wäre dann nur noch eine Fußnote in der Geschichte von 9/11.
Ich möchte schließen mit einem großen Dankeschön an die Kolleginnen und Kollegen der Heinrich-Böll-Stiftung, die diese Tagung vorbereitet und auf die Beine gestellt haben, insbesondere unserem Außen- und Sicherheitspolitik-Team mit Gregor Enste und Barbara Assheuer und unserem Tagungsbüro, das als ihr Gastgeber heute und morgen fungieren wird. Und natürlich mit einem großen Dankeschön an unseren Kooperationspartner, das European Council on Foreign Relations. Das war eine schon bewährte, freundschaftliche und unkomplizierte Zusammenarbeit. Und damit übergebe ich das Mikrofon an Ulrike Gero für das European Council on Foreign Relations. Vielen Dank. Ja, lieber Ralf, liebe Ehrengäste, liebe Gäste, liebe Freunde, die ich hier sehe, Wolfgang Ischinger, Dan Hamilton, so viele, Daniel Cohn-Bendit, so viele bekannte Gesichter und ein voller junger Raum, das ist auch eine Besonderheit, die man eigentlich am ehesten bei Bölls findet. Ich bin sehr froh, dass der European Council on Foreign Relations zum zweiten Mal die Jahrestagung, die Außenpolitische der Böll-Stiftung mitgestalten darf. Und ich möchte ganz zu Anfang sagen, dass unsere Rolle dabei, also die des Council, eine winzige ist. Das, was Sie hier sehen an Organisation, das ist die Böll-Stiftung. Wir haben ein paar kleine Studien zur Außenpolitik. Wir kommen mit ein paar Sprechern, die Sie im Verlauf des Programms sehen werden. Meine Kollegen Anthony Dworkin, Nick Whitney, Mark Lennart und Dimitar Bechev sind hier und Sie werden die über den Verlauf der Konferenz sehen. Aber der gesamte konzeptuelle Input dieser Konferenz und das, was hier diskutiert wird und wie es diskutiert wird, das ist die Böll-Stiftung. Und ich möchte das ganz klar sagen. Und mit großem Dank von meiner Seite auch an die Leute, das hat Ralf schon gesagt, die das hier immer so schön vorbereiten. Melanie Sorge, Gregor Enste. Meinem Büro gilt auch großer Dank. Aber ich sage es nochmal, wir sind der kleine Bruder dieser Veranstaltung. Ich freue mich trotzdem sehr, weil ich noch sehr in Erinnerung habe, wie lebhaft und wie schön letztes Jahr war, wo wir über die europäische Nachbarschaft diskutiert haben, über den europäischen Osten zwischen Europa und Russland, wo wir viele spannende Anregungen bekommen haben. Und ich hoffe, dass uns das auch im Verlauf der kommenden zwei Tage gelingen wird. Und ich bin sehr froh über die Themenwahl, weil ich auch finde, dass 10 Jahre nach dem, was passiert ist und was man ja gar nicht fassen oder immer noch nicht erfassen kann, das Nachdenken darüber jetzt immer drängender wird. Ich weiß noch, wo ich gestanden habe am 9. September 2001. Ich habe gerade versucht, ein bisschen zu rechnen, 10 Jahre. Ich komme gerade durcheinander, weil ich Ihnen eigentlich erzählen wollte, ich habe nämlich am 11. September Geburtstag. Ja? Nicht 2001, auch wenn ich. Ne? Ich war gerade dabei, dass wir nach dem Mittagessen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik so eine Flasche Prosecco aufgemacht haben, wo ich die Kollegen eingeladen habe. Und dann kam hier ein Anruf, hier Fernsehen anmachen, ja, und dann war es vorbei. Und Karl Kaiser, der damalige Direktor, den vielleicht einige kennen, ist sofort zum ZDF. Ja. Und es war auch eigentlich in der ersten Kommentierung, man kann sich das ja mal in Erinnerung rufen, klar, Osama Bin Laden. Ja, das war auch der erste Vorwurf, der gleich hochkam. Jenseits dieser Fußnote und dieser Einleitung. Worum ginge es mir, wenn ich sage, ich habe mich gefreut, hier ein bisschen mit dem ICFA daran teilnehmen zu können? Weil wir tatsächlich, glaube ich, die tiefgreifendsten Umwälzungen im globalen System haben, die zumindest ich in meiner Lebenszeit erlebt habe und wo man das Gefühl hat, ein gesamtes Koordinatensystem gerät ins Wanken. Ja? Ich bin noch aufgewachsen mit einem relativ klaren Koordinatensystem. Es gab einen bösen Osten, einen guten Westen, es gab Amerikaner und es war irgendwie eigentlich relativ klar. Ich sage dazu, ich komme aus dem katholischen Rheinland, das macht es noch einfacher. Aber es war sehr klar, wo Deutschland stand und was Deutschland wollte und wo es hingehört. Ja? Und man konnte da schon damals auch ein bisschen dagegen sein, aber dann war man nicht im Mainstream.
dann dachte ich eigentlich schon, der Mauerfall hätte komplett entscheidend meine Welt verändert. Übrigens eine Welt, die meine Kinder noch nicht mal gekannt haben, ja, die also nach Mauerfall erstmal geboren sind und die sowieso schon mal eine komplett andere Sozialisierung haben. Dann kommt 9/11 und es kommt sozusagen nochmal so ein neuer Sozialisierungsschub, weil wir wieder eine Generation haben, die mit diesem globalen Schock irgendwo umgehen muss. Weitere Jahre später kriegen wir eine Finanzkrise und haben einen neuen Sozialisierungsschub für alle unsere Gesellschaften und das, was das ausmacht, auch im Sinne unseres intellektuellen Denkens, ja, mögen wir Banken oder nicht und wer rettet hier wen und so weiter. Und dann haben wir jetzt noch Nordafrika und Demokratie und der Aufbruch der islamischen Welt. Und das alles in weniger als 20 Jahren und ich addiere dazu den Schock durch Hightech, Internet und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich eine komplett revolutionierte Welt. Viele, die sich in dieser Welt nicht mehr zurechtfinden als Menschen, ja, aber eben auch viele, die sich sozusagen als Staaten darin nicht mehr zurechtfinden. Und Ralf hat die Rede von Herrn Gates angesprochen. Die USA finden sich nicht mehr zurecht und sind zumindest nicht mehr Lonely Superpower und sie sind auch nicht mehr Weltpolizist und sie sind auch nicht mehr Hegemon. Europa findet sich auch nicht zurecht. Die Frage ist eher, ob es Europa in dieser Form, wie wir es mal angedacht haben, noch gibt oder je geben wird oder was wir damit heute noch meinen. Deutschland findet sich nicht mehr zurecht in dieser Welt. Ja? Das ist so mein Plädoyer für diese Konferenz als roter Faden. Was ist denn auch die deutsche Reaktion auf 9/11? Wie gehen wir mit diesem internationalen Umbruch um? Wie ist vielleicht unser Land auch sozusagen Teil des Problems des Umbruchs? Ja, es wurde angesprochen, Europäer stehen nicht zu ihrer Verantwortung, aber Deutschland ist wiederum ein tragendes Land im europäischen Gefüge. Das heißt, wenn Deutschland sich seiner Verantwortung entzieht, Klammer auf Libyen, wie kann dann Europa Verantwortung übernehmen? Wie kann das funktionieren? Also auch in diesem Land gibt es offensichtlich eine von mir gefühlte sehr große außenpolitische Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Oder, um es anders zu formulieren, Frage 9/11. Findet Außenpolitik überhaupt noch statt? Haben wir noch eine strategische Community, die darüber nachdenken möchte, welchen Narrativ wir, Sie, junge Leute, mein Sohn, noch für Deutschland in 10 Jahren haben? Wo soll dieses Land denn stehen? Mit Amerika ohne, in Europa ohne, nur noch mit China Handel oder was machen wir mit Nordafrika? Ja? Und diese ganzen Fragen sind irgendwo, landen sie in einem schwarzen Loch im Moment. Und wenn diese Tagung ein bisschen versuchen könnte, das gedanklich zu strukturieren, wäre das für mich ein großer Gewinn. Ich will noch 2 weitere Gedanken als Input liefern. Ich glaube, eines der zentralen Probleme ist, dass China sehr präsent ist in dem Prozess der Auflösung des globalen Systems, den wir gerade erleben, aber dass China eben Free Rider ist, ja, und noch nicht in eine verantwortungsvolle Position hineingewachsen ist, und das scheint mir ein Teil des Problems zu sein. Das andere, viel größere Teil des Problems, und ich kann hier nur versuchen, in 2 Sätzen einen intellektuellen Gedanken anzudeuten, scheint mir folgender zu sein. Ich glaube, dass wir ein Problem haben mit einer Präsidialisierung von Außenpolitik, die da lautet, dass Außenpolitik immer mehr exekutiv stattfindet im Rahmen einer G-World, ja, G2, G8, G20 oder auf europäischen Räten, mit der Tendenz, dass wir ein Lack of Accountability haben, also ein parlamentarisches Defizit in der Außenpolitik insbesondere. Das wiederum führt dazu, dass wir in der Außenpolitik der Versuchung erliegen, dass Außenpolitik sich ständig overpromised, ja, ständig wird auf den Räten, auf G8/20 zu viel versprochen und dann kommen diese Exekutiven zurück und stellen fest, ich habe noch ein nationales Parlament zu Hause. Und welche Fragen stellt uns das eigentlich für das 20. Jahrhundert, das 21. Jahrhundert? Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen müde. Die Frage kann doch nur sein, welches ist ein postmoderner Begriff von Souveränität? Ist der Nationalstaat das Ende der Geschichte? Wie können wir versuchen, Souveränität als Begriff so neu zu definieren, dass er für das 21. Jahrhundert passt? Wie können wir versuchen, einen neuen Zusammenhang zwischen Innen- und Außenpolitik herzustellen in einer Welt post 9/11?
Und wie können wir das so machen, dass uns das Entscheidende für den Begriff der Politik schlechthin, nämlich die Legitimität, dabei nicht verloren geht und dass wir die Bürger dabei mitnehmen? Und zwar so, dass wir nicht mehr top-down Global Politics machen und dann hier antanzen und sagen, bitte Parlament einmal durchwinken, sondern dass wir vielleicht die Debatte umdrehen und sagen, alles, was lokal ist, ist global. Und dass wir diskursiv da ansetzen, bei jeder politischen Versammlung überall erstmal zu sagen, was hier besprochen wird, hat morgen vielleicht eine weltweite Wirkung. Und dass wir von unten ein System aufbauen müssten im 21. Jahrhundert, was sich vielleicht umreißen lässt mit dem Wort Weltordnungspolitik und wir dabei den ganz wesentlichen Nexus Lexus Weltordnungspolitik, Parlamente, Souveränität für das 21. Jahrhundert neu bestimmen müssten. Das ist jetzt vielleicht eine kleine intellektuelle Überfrachtung. Ich hoffe, es war es nicht. Es sollte eigentlich nur ein Gedankenanstoß sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein bisschen davon als roter Faden durch diese Konferenz gehen kann. Und ich sage nochmal Danke der Böll-Stiftung und ich bin im Namen des ICFA sehr froh, dass wir hier eine kleine Rolle spielen dürfen. Dankeschön.